Wir haben uns heute eigentlich auferlegt, wir wollen nur Fußball spielen, nur klein-klein, weil wir kennen unseren Platz hier gar nicht mehr nach 101 Tagen. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir einen Top-Platz haben, dass wir top spielen können hier, nur Kurzpassspiel. Und genauso soll es auch dann aussehen. Ja, vollkommener Käse, vollkommen klar. Also wir wussten auch, was da auf uns zukommt. Wir wussten auch, dass wir selbst den Langball wählen müssen. Wir wussten auch, dass Köln das wahrscheinlich versuchen wird. André und ich hatten vorher telefoniert und haben über den Platz auch gesprochen. Von daher war ja klar, was passiert. Was extrem ärgerlich ist, und das, glaube ich, resultiert einfach aus 101 Tagen, wo der Gegner im Rhythmus ist. Und es soll keiner glauben, dass wir Köln 2 unterschätzt haben. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, was das für eine Mannschaft ist. Da waren 3 Spieler, die Bundesliga-Erfahrung haben und Platz mit Günther, mit Chris Führich, der nachher kam, mit Handwerker, der eine brutale Standardqualität hat, der die Dinger vors Tor knallt. Und leider sind wir da in dem Moment reingelaufen. Gerade auch in der zweiten Situation, muss ich ehrlich sagen, Salah klärt den Ball, es ist ein normaler Zweikampf und daraus resultiert dann Freistoß und wieder ein Eckball, dass es dann gefährlich wird und dass die Kölner da eine Qualität haben. Dafür kenne ich auch André zu lange, dass er da den Jungs dann schon was mit in die Hand gibt. War dann extrem unglücklich für uns. Vor allen Dingen, weil auch, glaube ich, in dem Moment das 2-2 fallen muss. Und so muss ich eigentlich resümieren, dass wir in das Spiel gekommen sind und das Gefühl hatten, gerade in der ersten Halbzeit durchzubrechen über den Flügel, dann aber nicht konsequent den Rückraum so bespielt haben, weil 2 Spieler auch dann frei standen, einmal bei Philipp Hanke, wo er durchbricht, einmal von Sauerland. Aber dann kommen wir halt nicht genau zur Chance, bleiben dann dran und in dem Moment, wo ich dachte, wir sind dran, fällt das Tor. Mit Sicherheit, dann darf ich André recht geben, hat er Köln da in einer guten ersten Halbzeit gesehen, wo auch Torchancen herausgespielt worden sind, wo aber immer wieder ein Ball durchgerutscht ist. Und das passiert einfach auf so einem Boden. Amos Pieper rutscht 2-mal weg. Chato da in dem Moment kommt einen Tick zu spät. Ich mache dem Jungen keinen Vorwurf. Und dann resultiert das 1-0 daraus. Entscheidend ist aber, dass wir immer weiter dran geblieben sind, dass wir uns trotz unserer personellen Lage rangekämpft haben und die Qualität von Köln ganz klar versucht haben zu bekämpfen hier. Ich glaube, beiden Mannschaften gibt das Verhalten der Zuschauer recht. Ich glaube, die Kölner sind mit dem Spielglück, was sie heute auch dann hatten, belohnt worden. Und das haben sie sich auch dann erarbeitet. Wir wollten gegenhalten, aber das Spielglück war nicht so auf unserer Seite. Da fehlt auch einfach jetzt der Rhythmus und ich habe mich in der Vorrunde beklagt, dass wir wenig Rhythmus hatten. In den nächsten Wochen haben wir viel Rhythmus. Und jetzt muss ich ganz deutlich sagen, dass wir dann einfach nur die Torausbeute zum 2-2 hätten führen können, weil dann, glaube ich, geben wir uns die Hand und sagen, okay, es ist ein klares 2-2 auf so einem Boden. Aber so darf ich André gratulieren, wünsche ihm alles Gute und bin mir sicher, dass die Mannschaft da auch mit der Führung unten rauskommt. Wir werden weitermachen und in Aachen Gas geben, weil ich glaube, das war die richtige Möglichkeit heute auch gewesen, wieder einzusteigen und dann aber wäre für mich ein Unentschieden gerecht gewesen. Von daher alles Gute und ich freue mich, euch jetzt wieder häufiger zu sehen.